Herzlich willkommen zurück bei Alice im wunderlichen zweidimensionalen Land, in dem wir uns letztes Mal hineingeschlichen haben. Beziehungsweise wir wurden ja fast gebeten, dort hineinzugehen. Da habe ich es ja schon mal nicht geschafft, auf den oberen Bereich zu kommen. Jetzt werde ich natürlich, bevor wir hier in irgendeiner Form weiter in das nächste Level springen, werde ich schon noch rausfinden, was es da unten mit dem Ding auf sich hat. Okay. Ich hoffe mal, dass das hier jetzt sozusagen der Sonderbereich ist und man später nach dann unten weiter muss. Wir können hier auch rüber, sehe ich jetzt nochmal. Auch das wieder so eine Sache. Guckt an. Pfirsich. Lecker. Hier können wir jetzt tatsächlich nicht mehr weiter. Also das haben wir alles abgesucht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier wieder rüber kann. Ja. So. Eine wunderschöne Gegend. Es gibt ja diesen, da sieht man manchmal so Videos von. Diesen einen Gebirgspass irgendwo in China, wo man so ziemlich abschüssig und auf so in den Stein gehauenen Stahlstangen wandert. Das sieht immer total krass aus, wenn die Leute da drehen. Und ich würde da, glaube ich, mal gerne hin. C zum Verlassen. Da seht euch das an. Puh, jetzt ist die Frage, soll ich da unten noch hinlaufen? Meint ihr, da ist irgendwas oder nicht mehr? Weil das ist jetzt schon ein weiter Weg, bis ich da wieder zurück bin. Das dauert. Bin ich doch richtig gelaufen? Verlassen wir es mal. Vielleicht haben wir jetzt eine Erinnerung nicht aufgesammelt. Na gut. Oh, wir sind wieder 3D. Ich wollte gerade 2D weitergehen. Aber wir sind ja in dieses Gemälde hineingegangen. Ist schon sehr gut gemacht. Wir sind jetzt hier oben übrigens. Wir kamen von dort unten. So, gucken wir uns mal an, wo die Wespen, die Unholde dieses Staates liegen. Okay, da müssen wir anscheinend hin. Was hat es denn mit diesen Schriftrollen auf sich? Sehr schön, auch die Pinsel überall. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, das glaubt echt keiner. Wer anders ist und leidet. Der schiebt das aufs Anderssein und sieht das nicht als Belohnung. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Hinauf mit dir, Alice. Wir wollen hier noch ein kleines Geheimnis finden. Dass es im ganzen Wunderland diese kleinen unterirdischen Bereiche gibt. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Genau, er ist mein Cousin. Und außerdem gibt er mir Prozente für jeden Auftrag. Ist überhaupt so ein Unding. Das ist auch so ein Ding. Da könnte man auch mal in der Community rumfragen eigentlich. Oder euch einfach mal in die Kommentare könnt ihr ja schreiben. Ich hatte das auch schon öfters. Dass Leute, die sind bestimmt böse, diese Flammen. Genau, also es geht darum, dass Leute, die in irgendeiner Form Samurai-Wespen-Bogenschütze, willst du mich verarschen? Okay. Dass Leute, die also zum Beispiel mir einen Auftrag verschaffen, angeben, ich bin jetzt 3D-Designer und jemand kriegt also eine Anfrage von irgendeiner anderen Agentur, sagt, ey, wir bräuchten jemanden, der uns ein 3D-Model erstellt oder so, und die sagen, ja, können wir leider nicht machen, aber wir kennen da jemanden, nämlich den Sergeant Rumpel, der ist 3D-Animator, dem kann man vertrauen, ein guter Mann. Und empfehlen uns so weiter. Jetzt gibt's Leute, und dazu gehöre ich, die machen sowas gerne, wenn sie wissen, dass derjenige auch gute Arbeit macht, natürlich, immer vorausgesetzt. Und freut sich, dass derjenige dann einen Job hat, weil du selbst kannst es ja nicht machen. Du hast ja nicht das Know-how.
Oder die Zeit oder was auch immer. So, fertig. Bitte guck auf die Bürste, wenn ich C drücke. Schade. Warum guckt er dorthin? Wegen dem Mund? Warum zeigt er mir das? Dass ich darüber muss. Okay, das weiß ich. Ah, da gibt's ein Kettchen. Aber wie kommen wir da hin? Ah, darüber. Nein. Ach, komm schon! Warum bist du nicht geflogen, kleines Vögelchen? So, jedenfalls gibt's dann andere Leute. Die machen das Gleiche. Die haben auch keine Zeit oder nicht das Können. Und empfehlen dich weiter. Und sagen dann aber, hör mal, ich habe dich weiterempfohlen. Sag mal! Ich will jetzt aber 10% von dem, was du verdienst, dafür. Sonst empfehle ich dich nicht weiter. Und das ist irgendwie manchmal, also manche Leute machen das in unserer Branche. Ich sage jetzt, in der Branche der Motion Designer ist das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dagegen immer gewehrt. Ich habe gesagt, naja gut, also wenn du mich nicht empfehlen willst, dann tu es nicht. Aber ich werde dir auf gar keinen Fall 10% für nichts tun geben. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber der hat halt die Kontakte und der gibt dir ja auch einen Job und ohne den hättest du gar keinen Job. Das finde ich aber, ist mir egal in dem Sinne. Also, sowas darf man nicht, das ist im Endeffekt Zuhälterei, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Und da sehe ich mich nicht drin. Also, wenn jemand mich nicht empfehlen möchte, aus irgendeinem Grund, dann ist das sein gutes Recht. Und wenn er mich empfehlen möchte, dann soll er das bitte machen, weil er mich gut findet oder weil er mir eine Freude bereiten will und mir einen Job verschaffen möchte oder so. Aber nicht für 10% meines Gehalts. Sehe ich nicht. Aber es ist gang und gäbe. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Würdet ihr euch auf so einen Deal einlassen? Oder eher nicht? Würdet ihr so denken wie ich und sagen so, nee. So nicht, junger Mann. So, hier kann man sich übrigens heilen, in den Blumen. Ich glaube, da hat irgendjemand mal in der ersten Folge auch sowas reingeschrieben. Das habe ich dann lange nicht gesehen. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, dass er das in der ersten Folge reingeschrieben hatte. Und dachte ich mir, erwähne ich das hier nochmal. Vielleicht spielt das ja noch jemand. So, hier ist es bläulich und unsichtbar. Alter Schwede! Das sind viel zu viele bewegende Plattformen. I don't like. Dann doch lieber Karaoke. Okay. Der bewegt sich. Und wieder auseinander. Wie eine Ziehharmonika. Aber das ist ganz gut. Beim nächsten kann ich auch im drüberen Stand hinüberlaufen. Das ist schon mal gut. Hui. Da wolltet ihr mich doch tricksen. Und fertig. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Den holen wir uns auch noch. Zack. Ein Zahn näher am nächsten Upgrade. So, jetzt bin ich aber schon gespannt, wo uns das alles hinführt. Ja, schon relativ düster hier. Jawoll. Ich muss sagen, gegen diese Wespen ist doch eigentlich der Hammer ziemlich gut, wenn man ihn richtig timet. Das ist so ein bisschen Voraussetzung. Ohne das Timing wird das nichts hier. Dieser verdorbene Apfel. Wir nehmen ihn mit. Oh, und hier ist noch eine Erinnerung oder ein Fläschchen. Und Zug. Ist das jetzt angegangen, das Ding? War das vorher nicht an? Ich kann mich gerade nicht mehr richtig entsinnen. Also ich muss jetzt wieder zurück sozusagen. Der hat einfach nur... Ah doch, das ist jetzt angegangen. Ich glaube, vorher war das nicht an. So, pass auf.
Haha. Gerade noch hingekriegt. So, dann wieder ein Stück näher am eigentlichen. Oh, und ich sehe da schon, kommt ein nächster Gegner. Samurai-Tintenwespe. What? T-Fuck. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Ich bin in dem falschen Modus. Boah, was? Zur Hölle. Dich muss ich als allererstes wegmachen. Ja, also fies, dass ihr wieder gleichzeitig kommt hier. So, gegen die Tintenwespen muss ich immer schön hier mit mich bewegen. Kann ich das Ding denn kaputt machen? Vielleicht nicht. Ah, okay. Also, ein Tintenstein, das ist so wie das Nest von den anderen Viechern. Oh. So. Was die für ein Geräusch machen. So, schnell. Chanel 5. Haben wir den noch? Ah, ne, sind alle weg. Okay, Tintenwespen kriegen wir hin, glaube ich. Die sollten nicht das riesige Problem sein. Guck mal, hier sitzt sogar noch ein kleines... Das war jetzt nur der erste Überraschungseffekt. Was haben wir noch hier rumstehen? Können wir noch irgendwas zerstören? Da geht's tief runter. Ich finde es sehr erstaunlich, dass die Japaner ja so eigentlich eine relativ große Kultur haben, was Natur angeht auch. Will heißen, Natur wird da sehr hoch geschätzt und wertgeschätzt im Endeffekt. Und diese Rückzugsorte, diese Oasen der Ruhe, die werden da doch schon relativ heilig gesehen. Und trotzdem sind so Sachen wie zum Beispiel Naturschutz in Sachen Walfischfang oder so, so überhaupt nicht Thema. Auch Fukushima, beziehungsweise das Thematisieren von Atomenergie und die Problematiken. Ich weiß nicht, ob das jetzt geändert hat in letzter Zeit durch Fukushima oder ob das nach wie vor etwas schwierig ist. Dieses Spiel ist so verrückt. Man kann in jeder Ecke... bleibt man irgendwie mit offenem Mund stehen und sagt, alter Schwede, was für eine crazy, was für ein crazy Shit, Alter. So, dort könnte ich auch noch entlang. Was bringt mir das jetzt, wenn dieser... Ah ja, da gibt es auch noch ein kleines... Aber ich glaube, wenn ich da jetzt reinlaufe, dann bin ich auch erstmal durch hier. Das will ich natürlich nicht. Guck erstmal hier lang. Ah ja, wir können uns eine weitere Blüte des Rosen, des neuen Rosen... Keine Zeit zu verlieren! Ach du, wir haben doch meine keine. Güte. Das ist nicht gut. Töte oder werde getötet. Das ist gar nicht gut. Erstmal die ganzen Wespen wegmachen. Und danach kümmern wir uns um die anderen Objekte, die da noch so herumeiern. So, die gehen nämlich doch jetzt ganz gut weg hier mit meiner hervorragenden neuen Trefferkanone. Die kriegen ganz gut Schaden. Da liegen die aber auch echt flach hier, die kleinen Jungs.
Das sind ja fast so Goblin-ähnliche Kreaturen. So, das war bestimmt nur die erste Runde. Gleich geht's weiter. Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! What? Das war ja total easy. Im Vergleich zu dem letzten Kampf. Na, umso besser. Easy. Easy peasy. Also gerade was die Japaner da mit dem Fischfang machen, das ist echt bedenklich. Wenn ich da so letztens gelesen habe. Witzigerweise ist übrigens bei den Chinesen das inzwischen so, dass die natürlich riesige Metropolen haben und diese Städte wahnsinnig schnell aus dem Staube sprießen, sozusagen. Aber gleichzeitig haben sie auch im Vergleich, im Prozentsatz, unglaublich viele erneuerbare Energien inzwischen am Laufen, weil sie ja selbst gemerkt haben, diese ganzen Städte, wenn sie weiterhin so agieren, dann sterben die ganzen Leute an Smog und an allen möglichen anderen Vergiftungen. China ist da also nicht ganz so dreckig, wie man vielleicht meint. Sie sind natürlich noch schmutzig, keine Frage, aber eben nicht ganz so, wie man meint. So. Diesmal... Was war das für ein Vollfail eigentlich? Na, egal. Fangen wir nochmal an. Diesmal rutschen wir auf einer Keramikrutsche. Bam, bam, bam. Die können wir einsammeln. Die anderen Dinger, ich glaube, diese hier, die bereiten uns nur Schaden. Ups. Aber diese Tonkrüge oder was das auch immer ist, sehen aus wie Honigköpfe. Die darf man ruhig... Die sehen so aus, als hätten sie Zeichen, dass sie entflammbar sind drauf, aber ich glaube, das stimmt einfach nicht. Aua. Ja, siehst du mal, die machen Schaden. Und geben kein Leben zurück, nur Zähne. Aber Zähne können wir auch gebrauchen. Wollen wir nicht sterben? Ich muss sagen, diese Haptik bei diesen Rutschen ist erstaunlich gut. Uiuiuiui. Boah. Also die Steuerung, finde ich, ist ganz gut gemacht. Ist nicht total easy, aber es ist auch nicht so, dass man frustriert irgendwie das Gamepad in die Ecke wirft. Zumindest scheint es mir so. Oh oh. What the fuck? Wie soll ich denn darüber kommen? Und wo bin ich jetzt gelandet? Huch! Das ist ja witzig. Die haben mich jetzt einfach mal dahingesetzt, obwohl ich eigentlich davor umgekommen bin. Und? Ah ja. Da müssen wir erst noch ein bisschen hinlaufen. Das dauert noch. Guck mal, eine fliegende Kommode. Wäre gut für Schlafzimmer. Wie geil das ist. Mann, ja, einfach mal. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Es wäre jetzt so peinlich gewesen, wenn ich da auch noch runtergefallen wäre. Oh oh. Dich kriege ich aber, mein Freund. Ah, dich kriege ich leider nicht, mein Freund. Weil du so unglaublich schnell... Kann ich jetzt eigentlich da springen und rüberfliegen? Nee, kann ich nicht. Ich muss aus diesem Modus raus. Na gut, dann ein Duell auf den Tod. Das Gute ist, wenig Platz. Wenn die Jungs hier wenig Platz haben, dann können die nicht ausweichen. Und ich treffe besser mit meinem... Genau. Mit meinem Via-Pfosten hier. Das ist ein saugeiler Sound eigentlich. So, da müssen wir rüber. Aber ich glaube, da kommen wir auch einfacher über diese Balustrade. Da gibt es nämlich Goodies. Das ist ein kleiner Pausensnack, nur für uns. Die sehen alle so traurig aus. Oh, das wollte ich nicht.
Ich wollte den eigentlich aufnehmen. Achso, ich muss den ja kaputt machen. Immer noch traurig. So, ich glaube, hier können wir sehr gut ein kleines Päuschen einlegen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn dort wird es genau das geben, was ich befürchte. Willkommen. Aua. Rums. Ja, komm du auch noch her. Ich kann dich gleich gehörig empfangen. Du willst wohl nicht das Ende ist mit dieser Folge oder was oder wie? Ach komm schon. What? Boah. Der fiese Hund hier. Komm her. Nimm dich mal dessen an. Ein kleines Häschen. Kommst du nicht näher oder was? Oder wie? Ist ja blöd. Dann komm ich halt näher. Der hat jetzt hier sogar so einen Fernangriff oder wie oder was? Wusste doch, dass das so geht. Ja, Wollinger. Meine Pfeffermühle, die weiß Bescheid. So. Komm, geh nochmal. Geh nochmal. Geh nochmal nach oben. Jetzt ist er sauer. Guckt ihm. Schießt, wenn ihr das Rote in seinen Augen seht. Man muss echt nur ein bisschen wissen, wie man die genau angreift, dann haben die keine Chance. Seht ihr? Siehst du wohl? Ich hab's doch gesagt, es ist Folgenende. Pause hier jetzt. Schluss. Tschüss.